Hi Leute, Desano hier. Division 2 hat ja mit Project Resolve so ein bisschen was an den Waffen gedreht, an der Waffenbalance und hat die Waffengattungen ja, durch die Bank weg verbessert. Und zwei Sturmgewehre da, die stechen ja, ein bisschen heraus. Und die möchte ich euch ein bisschen näher bringen und euch zeigen, warum die so gut sind. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und jetzt werfen wir mal einen Blick drauf.
So, ich möchte, beziehungsweise im Gameplay habt ihr schon gesehen, dass ich beide Waffen an unterschiedlichen Kontrollpunkten getestet habe und wollte dem Ganzen so gut wie möglich gerecht werden und habe deswegen auch ein Bild gewählt, was, ja, sag ich mal, nicht so auf das Aufbauen von Stacks oder sowas aufbaut, sondern einfach so ein bisschen klassisch ist. Es ist das Bild, falls das jemand gesehen hat schon, ich habe es in einem der letzten Videos hier, ich poste euch aber oben nochmal hier das High-End-Bild, welches jedes Update überlebt. Das aber tatsächlich in einer etwas abgewandelten Variante, da es darauf ankommt. Viele von euch haben gefragt, hier unten, ne, da ich normalerweise hier den improvisierten Holster hatte. Das Problem ist, wenn man, sage ich mal, nur mit dem Sturmgewehr spielt, also wirklich ausschließlich mit dem Sturmgewehr, dann ist man mit einem Fenris-Holster komplett auf Rot, ist man noch einen Tick stärker als mit dem Impro. Der Impro entfaltet halt wirklich seine Macht, wenn man zwischen den drei verschiedenen Waffen hin und her wechselt, dann hat man im Endeffekt mehr davon, aber wir reden hier um ganz wenig Prozent, also das ist da eigentlich nicht der Rede wert, ne? Aber für alle, die da noch mehr ein bisschen rausholen wollen, die setzen dann hier einfach einen Fenris-Holster rein, wenn mit Sturmgewehren gespielt wird. Wie gesagt, das Bild im Detail, nur im Hinterkopf behalten, dass mit dem Fenris-Holster, dass ihr da ein bisschen experimentieren könnt. So, die beiden Waffen, worum es geht. Ich habe es auch im Gameplay mal kurz eingeblendet. Das eine ist die MK16. Ich blende euch hier aber auch nochmal was ein, weil mit dem Project Resolve wurden ja so einige Waffen verbessert und haben ein Upgrade bekommen. Und wie ihr seht, die MK16 ist eh eines der Sturmgewehre, die sehr, sehr gern gespielt werden. Und für alle, die sie nicht auf dem Schirm haben, schaut sie euch definitiv an, weil es gehört mit zu einem der Besten. Es ist ein Sturmgewehr, was einen sehr, sehr hohen Grundschaden hat. Wenig Schussfrequenz natürlich, ne, aber dafür ein gutes Mech und hat hier, wie ihr sehen könnt, ein Upgrade bekommen und der Waffenschaden wurde um 10% nochmal erhöht. Das heißt, das Ding haut richtig, richtig rein. Es ist halt ein Sturmgewehr, was jetzt nicht so benutzt werden kann für Builds, wo man Stacks aufbaut und oder auf die Waffe wechselt, nachdem man mit einer anderen Waffe aufgebaut hat. Das kann man natürlich machen, weil dann haut sie nochmal deutlich mehr rein. Hat natürlich den Vorteil, dass sie 4 Modslots hat und man sie auch als Techniker sehr gut verwenden kann, um da einen Laserpointer drauf zu machen, wenn man das möchte. Und ja, man das Ganze so individualisieren kann, wie man Bock hat. Dazu sollte noch gesagt werden, dass langsam schießende Waffen von dem Talent strapaziert am meisten profitieren. Strapaziert, das Talent gewährt alle 0,5 Sekunden, die sie schießen, plus 10% Schaden durch kritische Treffer. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden, während innerhalb von 2,5 Sekunden, die man schießt, 50% Schaden durch kritische Treffer on top. Ist bei einer Waffe, die eine geringere Schussfrequenz hat, natürlich deutlich besser. Dadurch, dass man einfach länger am Schießen ist, höheren Grundschaden hat. Ich meine, ihr seht selbst, gleich gehen wir aber nochmal kurz runter an den Schießstand. So, das dazu. Und dann haben wir hier noch eine. Ihr seht schon, komm, ich gehe hier drüber, aber er hält sie schon in der Hand. Da habe ich einen richtig geilen Waffenskin für die großartig geboren. Hier geht es aber generell ums G36 und das blende ich euch hier auch nochmal ein. Seht ihr hier, dass die komplette G36-Reihe plus 50 Schuss pro Minute bekommen hat. Die waren vorher bei 750, liegen jetzt bei sehr guten 800. Was sie natürlich auch super spielbar macht, wenn man Builds spielt. Ne, wie eben angesprochen, wo man Stacks aufbauen muss. Weil einfach die höhere Feuerrate da dem entgegenkommt und natürlich uns hilft. Ne? Zusätzlich haben wir hier auch alle Modslots zur Verfügung und können uns nach Lust und Laune austoben. Und auch der Laserpointer geht hier aufs G36 drauf. Was die großartig geboren besonders gut macht. Und da muss ich euch danken, weil mir schon also einige gesagt haben, probier das Ding mal aus, das Ding ist wie ein Laser, das ist der Hammer. Ich habe sie nicht so ausprobiert. Ich wusste, dass sie verbessert wurde in dem Update, aber habe sie nie ausprobiert. Und jetzt muss ich sagen, ja, absolut geil. Ne? Besonders für alle, die so ein bisschen Probleme haben mit dem Handling, ist das Ding hier absolut nice. Ne? Jeder Treffer, der sein Ziel erreicht, der macht auch Damage. Alles andere, was daneben geht, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Auf jeden Fall, das neue Talent stabilisiert in dem Fall das Perfekte davon. Jeder Schuss aus der Waffe erhöht die Präzision und die Waffenstabilität um 1% bis zu einem Maximum von 75%.
Ja, also Laser. Nach dem Schießen wird der Bonus nach 6 Sekunden zurückgesetzt. Durch die hohe Feuerrate baut ihr das Ganze ganz, ganz schnell wieder auf und profitiert nahezu die ganze Zeit von diesem Talent. Also mal zwei Waffen, die ihr definitiv auf dem Schirm behalten solltet. Und hier, genau, die großartig geboren kam mit der letzten Season. Ich dachte, das wäre diese gewesen, aber da kam ja das perfekt hinter dir. Talent, die kam in der letzten Season. Wollen wir uns hier noch kurz den Skin angucken. Der war richtig geil. Ich glaube, der war im Season Pass da mit drin. Kohlefaser-Skin. Der ist ja auch ganz nice. Eigentlich geschäftlich. Benutzer definiert das Skin G36. Gehen wir nochmal kurz runter. So. Holen wir zum Benannten und fangen wir mit der MK16 an. Und... seht hier. Das ist einfach ein geiles Biest, ne? Hat einen geilen Sound, lässt sich auch super handeln. Allein durch, ne, klar, durch geringere Schussfrequenz hat man eigentlich immer beim Handling ein bisschen weniger Probleme. Ist halt ein Hardhitter, ähnlich der AK und so. Schon eine geile Sache. Ein bisschen gegenhalten muss ich noch. Aber jetzt gehen wir mal aufs G36 und sehen unten, wie sich der Buff aufbaut. Wir sind perfekt stabilisiert. Und jetzt halte ich noch nicht mal den rechten Stick fest. Ja, hört euch an. Zieht so minimal nach rechts. Aber wenn ich hier anfange, bleibt der komplett auf dem Kopf. Also es ist schon sehr cool. Und der Damage ist halt auch super bei 800 Schuss pro Minute, ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden. So. Ja, macht schon Spaß in der Teil. Ja, das war's von mir, Leute. Haut mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das auch ausprobiert habt. Ich weiß, dass so einige von euch, wie gesagt, das großartig geboren ausprobiert haben. Wie sieht's aus mit der MK16? Was sind so eure Favoriten? Haut's mir in die Kommentare. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und vielen Dank fürs Anschauen. Bye.